Also ich habe im Vorfeld gesagt, dass ich die Gastronomie im Bezirk sehr schätze, die ist sehr beliebt im Bezirk und sie boomt und deshalb möchte ich sie auch nach Kräften unterstützen und ich habe gesagt, so vielfältig wie Gastronomie ist, so vielfältig sollen auch die Möglichkeiten sein. Ich habe daher für drei Optionen votiert, die sich die Gastronomen je nach Ausformung ihres Geschäfts zurechtlegen sollen, das ist eben die Variante städtische oder kleine Schanigärten vor dem Lokal oder die dritte Variante, eine Erweiterung der Schanigartensaison in den Februar hinein. Sie haben sich ja ganz klar gegen die sogenannten Heizschwammerl ausgesprochen. Jetzt ist es natürlich so, dass die Wirtschaftskammer natürlich präsentiert hat, Sie sind geschlossen fast für Variante D. Wie lässt sich das denn vereinbaren? Weil Wirtschaftskammer ja doch, wie soll man sagen, ÖVP dominiert ist. Da haben Sie dann doch eine ganz andere Position. Ja, schauen Sie, ich bin immer daran orientiert, was das Richtige für die Josefstadt ist. Wir sind ein Klimabündnisbezirk und ich bin für mehr Glaubwürdigkeit in der Politik. Und dazu gehört, wenn wir uns für Klimaschutz aussprechen, dass wir dann sicher nicht zulassen, dass es Heizschwammerl im Bezirk gibt. Das ist das absolut falsche Signal. Zum nächsten Themenblock, weil es natürlich auch sehr aktuell ist, ist der Drogenhandel bei der USX. Jetzt ist ja die Novelle von der Novelle gekommen. Das Drogendeal im öffentlichen Raum zum eigenen Strafbestand macht. Was erhoffen Sie sich von dieser Novelle? Ist das die Lösung? Ich erhoffe mir sehr viel. Wir hatten zu diesem sehr schwierigen Thema, das viele Josefstädter bewegt, eine Bürgerversammlung. Wir hatten rund 100 Gäste und ich hatte an meiner Seite großartige Expertinnen und Experten seitens der Polizei, der Sucht- und Drogenkoordination, des Magistrats und alle haben mir versichert, dass diese neue Novelle greifen wird. Das heißt, ich erwarte mir Verbesserungen, die Novelle tritt mit 1. Juni in Kraft und dann darf es diese Missstände, die derzeit am Gürtel vorhanden sind, nicht mehr geben. Und wir sind auch jetzt noch im engen Austausch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer Veranstaltung. Es ist wichtig, dass man jede Beobachtung meldet. Ich bin sehr dankbar, darf das auch jetzt als kleinen Appell verstehen. Wenn Ihnen etwas zu Ohren kommt, wenn es unsichere Situationen im Bezirk gibt, bitte gleich in der Bezirksvorstellung melden. Wir kümmern uns um jede noch so kleine Angelegenheit oder um jedes Unwohlsein, weil wir waren das sicherste Bezirk von Wien und mein Ziel ist natürlich, dass wir das auch bleiben. Oder was machen Sie konkret besser in diesem Bezirk, als es in anderen Bezirken funktioniert? Ich glaube, ein zentrales Element ist die Frage der Öffnung. Wir haben viele Themen aufgegriffen, die Josefstädterinnen und Josefstädter bewegen, wie zum Beispiel die ökologische Frage, die Lebensqualität im innerstädtischen Bereich. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also Öffnung zu anderen Parteien hin? Nein, eine thematische Öffnung, das finde ich ganz, ganz wichtig. Wirklich hineinhören, was bewegt die Menschen. Ich glaube, dass wir da sehr gut sind und wir sind sehr viel unterwegs. Sie haben bei Ihren Wahlplakaten bei den Bezirksvertretungswahlen im 8. Bezirk auf das Logo der ÖVP verzichtet, sind mit Ihrem Namen sozusagen in den Vordergrund getreten. Kann man in Wien, ist man dann mehr erfolgreich, wenn man sozusagen sich von der ÖVP ein wenig distanziert? Also ich glaube grundsätzlich, dass es kein Wiener Phänomen ist. Die Wahlen sind immer mehr Persönlichkeitswahlen. Aber ich sage Ihnen ganz offen, am Ende des Tages haben die Leute auch gewusst, wo sie das Kreuzerl machen. Also es war klar, für wen ich kandidiere. Ich distanziere mich hier in keiner Weise. Aber es ist ein Zug der Zeit, dass die Persönlichkeit eine immer wichtige Rolle spielt, auch auf allen Ebenen der Politik.